Moin Leute, beim neuen Video vom Blaulichtkanal. Heute sind wir wieder unterwegs mit der Feuerwehr Mücke. Allerdings nicht mit den richtigen Einsatzkräften, sondern mit den werdenden Einsatzkräften. Wir sind nämlich beim BF-Tag hier 2022 und hinter mir wird schon die zweite Einsatzstelle abgearbeitet. Heute geht's richtig ab, richtig Action. Kommt mit, bleibt dran. Kurz zu Beginn erstmal, was ist der BF-Tag überhaupt? Wie der Name schon spricht, BF-Tag, die Jugendfeuerwehrkinder, die hier in Niederum bei der Jugendfeuerwehr aktiv sind, die sind jetzt hier von heute Abend bis morgen früh über die Nacht und dort werden verschiedenste Einsätze simuliert, wo dann die Kinder mit Melder alarmiert werden und dann sich anziehen, auf die Fahrzeuge springen und dann mit uns, mit ein paar aktiven Kräften rausfahren, richtig in Einsatz und dann dort alles anwenden müssen oder sollen, was sie bisher bei der Jugendfeuerwehr gelernt haben. Das eine oder andere wird sicherlich eine recht große Herausforderung. Ich weiß, dass es keine kleinen Lagen werden, sondern zum Teil echt umfangreiche Lagen und da müssen die natürlich alles raushauen, was sie können. Nach längerer Pause können wir das endlich mal wieder durchführen. Wir freuen uns sehr. Bevor wir jetzt starten, erstmal so ein paar Fakten und ein paar Regeln. Ein reeller Einsatz kommt, sag ich mal, dann möchten wir euch auch bitten, Ruhe zu bewahren, wenn wir irgendwo unterwegs sind. Es wird immer ein Betreuer da sein, der eventuell dann auch mit euch mit dem 19er oder so hier hochfährt. 18:30 Uhr, Dienstbeginn bis jetzt. Stimmt, war schon. Dann 18:40 Uhr, also ein bisschen Erste Hilfe, Grundlagen. Könntet ihr vielleicht nachher brauchen. 20 Uhr Abendessen. 21:30 Uhr Dienstvorstellung. Für 22 Uhr haben wir Nachtruhe angesetzt. Morgen früh um 8 Uhr ist Frühstück. 8:45 Uhr Fahrzeug, Pflege und Gerätepflege. Wir haben ja eigentlich bei uns hier in der Feuerwehr Mücke oder generell in Hessen schon den digitalen Meldeempfänger, also einen Pager, wo wir digital alarmiert werden. Und wir haben natürlich noch alte Funkmeldeempfänger, analoge Funkmeldeempfänger und die wurden dann verteilt an die Kinder, natürlich mit keinen scharfen Schleifen, sondern mit Schleifen, die hier keiner mehr benutzt. Und so haben wir die Möglichkeit hier über unsere Feuerwehr diese analogen Melder zu alarmieren. Weiterhin haben wir hier so einen Alarmmonitor, wo dann draufsteht, was quasi gemeldet ist und welche Fahrzeuge ausrücken. Und wenn dann der Alarm geht und der Alarmmonitor angeht und die Melder alarmieren, dann hört sich das so an und dann geht es natürlich los. Dann sind die Kinder ganz aufgeregt, ziehen sich an, springen in die Einsatzfahrzeuge und dann geht es zum ersten Einsatz. Wie ihr wisst, tragen wir bei der Feuerwehr eigentlich nur noch Penkard-Handschuhe, weil wir einfach von der Qualität überzeugt sind. Dieses Video wird freundlicherweise wieder von Penkard unterstützt und das Schöne dabei ist, es ist ja ein Jugendfeuerwehr-Video. Es gibt von Penkard nun auch Jugendfeuerwehr-Handschuhe, ihr seht, ganz klein. Es steht auch Jugendfeuerwehr drauf. Qualitativ nehmen Sie sich natürlich nichts zu den Handschuhen für die erwachsenen Einsatzkräfte, die schon im Einsatz sind. Super Sache und wir haben ein paar mitgebracht für die Jugendfeuerwehrkinder hier. Die haben sich natürlich gefreut über neue Handschuhe und haben die natürlich heute dann gleich hier in Action austesten können. Das erste Thema, könnt ihr ja entnehmen, ist heute Erste Hilfe. Das ist natürlich eines der wichtigsten Themen, auch bei der Feuerwehr ist das ein wichtiges Thema, weil wenn der Rettungsdienst noch nicht da sind und wir als Feuerwehr da sind, müssen wir natürlich auch Erste Hilfe leisten. Und unser erster Grundsatz bei der Feuerwehr, retten, da gehört natürlich Erste Hilfe auch dazu. Wenn wir jetzt jemanden finden, der jetzt Erste Hilfe braucht, was ist das allererste und das Wichtigste, was wir machen? Genau, wo rufen wir da an? 112. Genau. Was fragt man da oder was sagt man da so? Also, da gibt es halt so diese 5W-Fragen. Genau. Also, wo? Mhm. Welche? Welche? Wo? Was? Wie viele? Welche? Warten. Genau. Willst du dich hinlegen? Ja. Gut, dann leg du dich mal auf die Decke. Genau. So, und du bist jetzt bewusstlos. Du machst gar nichts. Ja, Bein hoch, ne? Genau, also knie dich mal richtig hin. Und jetzt schüttel den mal richtig so, genau. Ja, so. Was, dann kann man den nochmal laut ansprechen. Was ist los? Hallo? Gut, okay, so. Jetzt habt ihr ihn angesprochen. So, also, er ist bewusstlos. Und jetzt habt ihr schon gesagt, Bein hochstellen ist richtig. Welches Bein? Das. Nee. Das, weil ihr wollt den ja jetzt drehen.
und das Bein nehmt ihr als Hebel. Genau, perfekt. Wenn ihr zu zweit seid, kann er dir auch helfen. Genau. Nein. Auf die Seite. Du musst auf die Seite. Genau. Der Grund, warum so heißt. So, das Bein legt mal hier. Lass mal locker. Das Bein legst du mal hier so hin, genau. So. Was macht er jetzt als erstes? Genau, dann macht er schon mal. Genau. Was kann man noch machen parallel? Genau, und wenn du hier schon mal ein bisschen drauf drückst, hier unten, genau, dann läuft das Blut schon mal weniger. Okay, jetzt habt ihr hier verschiedene Materialien liegen, die in so einem Verbandkasten sind. Kompressen, Verbandpäckchen, Mullbinden. Hier ist auch noch eine Schere. Was benutzt ihr jetzt so, um quasi den jetzt zu versorgen? Genau. Hier geht's los. Der BF-Tag hatte noch kaum richtig gestartet. Wir haben uns ein bisschen dem Thema Erste Hilfe gewidmet. Da ging dann auch schon direkt der Melder zum ersten Einsatz. Es ging dann natürlich auch um das Thema Erste Hilfe, Tragehilfe, Rettungsdienst. Das heißt, angenommene Lage war, ein Patient war im zweiten Obergeschoss eines Wohnhauses schwer verletzt und musste dann mit Hilfe der Feuerwehr, der Drehleiter, der Schleifkorbtrage aus dem Haus verbracht werden, das natürlich möglichst schonend aus dem Fenster raus. Das ist natürlich auch ein Einsatz, der uns im echten Leben draußen oftmals passiert, dass wir den Rettungsdienst unterstützen müssen. Und deswegen war es uns wichtig, dass das direkt ein Einsatz sein wird, den auch die Jugendfeuerwehrkinder hier zum Einstieg miterleben, damit es einfach möglichst realitätsnah ist. Noch, spricht auch, aber geht es nicht so gut. Er ist gestürzt und ihm tut der Rücken weh. Okay. Würde ich Stiffneck anlegen? Genau. Und möglichst natürlich überlegen. Genau. Also eigentlich würdest du Gummihandschuhe anziehen, aber wir lassen es jetzt mal. Ist okay. Genau, nimmst den einfach hier so an der Seite so und sagst dem hier, wir sind jetzt hier von der Feuerwehr, wir helfen ihnen. Ich halte mal ihren Kopf fest, damit er sich nicht bewegt. Vertrauen.
Am besten genau neben den Patienten. Genau, so. Eins, zwei, drei. Gut. Langsam. Genau. Dass keiner stolpert. No. Jawohl. Und ab. Jawohl. So, jetzt haben wir noch Gurte seitlich. Das geht schwer. So, das kommt dahin. Kommt, gibt an. Eins, zwei, drei. Gut. Gut, und jetzt laufen wir schön langsam Richtung. Gut. Langsam. Jawohl. Genau, so, Türen zu. Erst die, erst links die. Genau, einfach zudrücken, jawohl. Gut. Natürlich ist das Thema Verpflegung auch ganz wichtig, denn ohne Mampf kein Kampf. Wir hatten gerade etwas gegessen, Spaghetti Bolognese. Hier auch nochmal ein Lob an die Jugendfeuerwehrbetreuer, die sich da stundenlang hingestellt haben und das so gut gekocht haben. Es hat sehr lecker geschmeckt und genau als wir mit dem Essen zu Ende waren, ging es direkt postwendend weiter mit dem zweiten Einsatz. Naja, zumindest nicht während des Essens. Es ging um die technische Hilfeleistung. Wir wurden alarmiert außerorts in die Feldgemarkung. Dort war ein Patient eingeklemmt unter einem Gefährt, unter einem Anhänger. So, jetzt nimmst du mal hier das Teil. Mal drücken. Den anderen. So, wenn du jetzt nochmal da drückst, gedrückt hältst. Und jetzt kannst du hier, wenn du mal drauf drückst, siehst du, wie das Ding sich bewegt. Genau. Und übrigens, heute für mich auch ein besonderer Tag beim BF-Tag, denn mein Neffe ist auch am Start. Der tritt hier in meine Fußstapfen. Hat genauso wie ich hier bei der Jugendfeuerwehr Niederoben angefangen und jetzt geht er hier mit Atemschutz gleich ins Gebäude. Dieses musste dann stabilisiert und angehoben werden mittels hydraulischer Winde. Dort, umgangssprachlich mit den Büffelhebern, haben wir das links und rechts angehoben, den Patienten rausgezogen, aufs Beinbord gezogen, erste Hilfe geleistet und dann wurde er dem Rettungsdienst fiktiv übergeben. Die Jugendfeuerwehrkinder wussten sofort, was zu tun ist. Ganz großes Lob, hat super geklappt. Eins, zwei, drei! Ich hab keine Ahnung, wie das geht. Grundlegend muss man natürlich sagen, es ist für die Kleinen eine super coole Erfahrung.
hier so richtige Einsätze mitzufahren, ist natürlich was ganz anderes, wie wenn man hier ganz normal zur Jugendfeuerwehr kommt, man da natürlich auch eine Übung fährt. Aber wenn man hier in der Gemeinschaft zusammen abends zusammensitzt und isst, dann gehen plötzlich die Melder. Das ist natürlich eine ganz andere Erfahrung als hier das übliche Geschehen bei der Jugendfeuerwehr. Und natürlich auch abends dann nach den Einsätzen nochmal zusammenzukommen, den Einsatz Revue passieren zu lassen und sich hier abends dann nochmal auszutauschen. Das ist natürlich für die Gemeinschaft der Jugendfeuerwehrkinder ein super cooles Erlebnis. Zu später Stunde geht es direkt weiter mit dem nächsten Einsatz. Die mir da aufgefallen waren. Ja, wie gesagt. Ich komme zu dir. Ich kann die Jacke nicht zumachen. Diesmal geht es um die Brandbekämpfung. Hier sind unsere Airboss. Die sind natürlich zu schwer für die Jugendfeuerwehrkinder. Deswegen haben wir hier solche Attrappen für die Jugendfeuerwehrkinder, vor allem für die kleineren, damit die auch mal das Feeling haben, ein Atemschutzgerät aufzuhaben und hier ein Axt-Dummy, damit sich die Kinder natürlich nicht verletzen können. Und das Szenario hat wie folgt ausgesehen. Alarmierung war Gebäudebrand, brennt Grillhütte mit Menschenleben in Gefahr. Bei Eintreffen waren dort zwei Passanten, die gesagt haben, dass noch mehrere Personen wohl im verrauchten Gebäude vermisst sind. Und die Jugendfeuerwehrkinder mussten dann natürlich unter Atemschutz mit dem ersten Rohr vorgehen in das verrauchte Gebäude zur Menschenrettung und dann dort die vermissten Dummies suchen. Das Ganze haben wir eingenebelt mit Nebelmaschinen und mit flackerndem Licht haben wir Feuer simuliert. Und da haben wir doch schon gemerkt, dass das für die Jugendfeuerwehrkinder ziemlich aufregend war. Es sind dann auch nach und nach alle quasi mit mehreren Trupps nochmal rein und haben den Raum abgesucht. Das war natürlich eine super coole Idee. Habt ihr schon was gefunden? Wir haben eine Person gefunden und kommen mit der jetzt rauskommen. Ja, das ist super, verstanden. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
und wir übernachten hier in der Waschhalle. Haben hier unser Lager aufgeschlagen mit Feldbetten, Schlafsäcken und dann schauen wir mal, was die Nacht so bringt. Denn ein Vöglein hat mir gezwitschert, dass die Nacht nicht ganz so lang mit Schlaf gesegnet sein wird. Ich bin gerade eingeschlafen, Lieber. Ich sehe nicht. So oft macht man das ja auch nicht nachts bei der Jugendfeuerwehr. Ja. Ich glaube, bei euch piept. Ich sag's euch noch einmal, Elias, Alter. Prinzip zur Information: Laut Anrufer ein LKW mit massiver Rauchentwicklung. Daneben wohl noch ein weiterer LKW und vorüber zu greifen. Kommen. Feuer abgelöscht.
Sie schicken einen Trupp zur Erkundung vorkommen. Das ist die Frage, ob es da ist. Oh, Bay! Das verstanden kommen. Autos sind wieder sauber. Nach nun 5 Einsätzen, einer langen Nacht, langen 17 Stunden mit wenig Schlaf, ist der BF-Tag 2022 nun vorüber. Die Autos werden jetzt wieder reingefahren, Einsatzbereitschaft ist hergestellt und so viel hier aus Niederohm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Jahr dann wieder. Und wenn ihr den letzten BF-Tag hier sehen wollt, könnt ihr mal hier rechts unten klicken und wir legen uns jetzt ins Bett. Es wird Zeit.